Yamamoto vs. Ichibe, der Kampf der stärksten Shinigami. Wer würde gewinnen? Yo, was geht Leute, KingRDB ist am Start. Heute beschäftigen wir uns mit Babamoto vs. Ichibe. Dabei gehen wir auch auf einige Punkte von Chuck ein, der zusammen mit Clyde ein Video über dieses Thema gemacht hat. Wenn ihr euer Banker erreichen wollt, dann macht die 150 Likes voll. Generell könnt ihr mich supporten, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lasst. Vielen Dank. Shoutout an Victor, er supportet mich auf Patreon mit $20 im Monat. Was ein Ehrenmann. Yamamoto vs. Ichibe, let's get it! Ich werde in diesem Video nicht auf die Fähigkeiten der Charaktere eingehen, sondern nur Power Scaling. Ich habe über Yamamoto und Ichibes Kräfte im vergangenen Video schon gesprochen. Für mich ist Yamamoto vs. Ichibe ein einseitiger Kampf. Sobald man checkt, wie stark Yuwach eigentlich vs. Ichibe war, bleibt da kein Raum für Diskussionen. Im Video von Chuck haben die über 40 Minuten über dieses Thema gesprochen. Ich habe auch ein bisschen was dazugelernt. Im Endeffekt hat Ichibe aber gewonnen. Und das bei relativ equal Stats. Nichtsdestotrotz war der Fokus zu sehr auf Yamamoto und Ichibe und weniger auf die Hauptperson in diesem Kampf, nämlich Yuwach. Yuwach hat gegen beide gekämpft. Der Unterschied ist aber, dass Yuwach bei Yamamoto viel schwächer war als wie bei Ichibe. Ichibe hat also gegen eine viel stärkere Version von Yuwach gekämpft. Chuck bezieht sich im Video auf ein Statement, was Yamamoto zu Almighty Yuwach geht, was den Kampf überhaupt erst spannend macht, weil Yamamoto dann zum Yuwach geht, der Ichibe gewonshottet hat. Dieses Statement kann man aber sehr leicht debunken. Dazu später mehr. Analysieren wir den Kampf zwischen Yamamoto vs. Yuwach. Behaltet dabei die ganze Zeit im Hinterkopf, dass Ichibe gegen einen viel stärkeren Yuwach gekämpft und gewonnen hat. Yamamoto wurde gewonshottet. Yuwach hat kurz mit ihm geredet und hat ihn besiegt. Chuck argumentiert, dass es off guard und Yamamoto aufgebracht war und deshalb sich nicht konzentrieren und deswegen nicht seine volle Kraft nutzen konnte. Yuwach stand direkt vor Yamamoto und konnte nicht auf ihn reagieren. Das ist ein eindeutiger Feat. Er meinte im Video, dass Yamamoto geschwächt war, weil er seine Kräfte schon verbraucht hat und vorher ins Bunker gegangen ist und generell sein Zapaktor schon mehrmals im Krieg benutzt hat. Lass mich erklären, warum das kein Argument ist. Bleach-Charaktere sind bekannt dafür, eine sehr hohe Ausdauer zu haben. Ichigo konnte zum Beispiel 3 Monate lang im Bunker gegen Fürst White Tensa Zangetsu auf Leben und Tod kämpfen. Hyoraku Jiro Sosusa Shunsui konnte halbtot ins Bunkai Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju gehen bis es Rijibaro. Danach konnte er sogar noch Nanao im Kampf unterstützen. Ichigo meinte, dass er 5 Tage auf den Super Yuri Walker laufen kann, dass er Rea zu konstant aussaugt. Ichin, der vor kurzem erst nach 20 Jahren seine Shinigami-Kräfte zurückbekommen hat, konnte im Dankai 3 Monate lang die Kyoryu aufhalten, indem sein Rea aufgesaugt wurde, um Ichigo das Saiganugetsu Gatenshu beizubringen. Und das, nachdem er vom Post-Chrysalis Eisen gewonshottet wurde. Ich könnte ewig so weitermachen. Dass Yamamoto also geschwächt war, ist keine Ausrede. Generell, dass Yuwach Yamamoto gewonshottet hat, war ein bisschen too much. Das hat das Power-Scaling echt durcheinander gebracht. Auch spätere Statements werden von diesem Feed einfach verschluckt. Dazu später mehr. Was wäre, wenn Prime Yamamoto gegen Yuwach gekämpft hätte? Der Yamamoto mit 2 Armen. Wie gesagt, Yamamoto wurde gewonshottet. Was macht es für einen Unterschied, wenn er dort 2 Arme hätte? Er wäre doppelt so stark. Das Ding ist aber, Yamamoto hatte überhaupt keine Chance. Hätten die wenigstens einen kleinen Kampf gehabt, wo sie Kopf an Kopf wären oder er etwas mitgehalten und dann verloren hätte, dann hätte man argumentieren können, dass Prime Yamamoto eine Chance hat. Aber er wurde gewonshottet. Was bedeutet, dass er mit 2 Armen wahrscheinlich auch verloren hätte. Im besten Fall wäre er gleich auf mit Base Yuwach und das ist wirklich großzügig. Stellt euch vor, ihr besiegt in einem Straßenkampf euren Gegner komplett einseitig. Wenn er jetzt beim Rematch doppelt so stark wäre, würdet ihr ihn wahrscheinlich trotzdem besiegen, weil der erste Kampf so einseitig war. Das einzige, was für Prime Yamamoto spricht, ist sein Kampf vor 1000 Jahren vs. Almighty Yuwach. Dort hatte Yamamoto die Oberhand im Kampf. Manche sagen hier, Yuwach wurde von Yamamoto gewonshottet, was nicht stimmt. Das einzige, was wir wissen, ist, dass Yamamoto lediglich die Oberhand hatte, weil Yuwach laut dem Kaiser Gesang seine Kraft regenerieren musste. Wenn Yamamoto Yuwach gewonshottet hat, wenn dieser Kampf so einseitig war, warum ist er dann gegen Yuwach ins Bunker gegangen und hat ihn nicht mal getötet? Yamamoto war früher ein kaltblütiger Mörder. Generell, die Shinigami damals waren ein erbarmungsloser Haufen. Das erkennt man zum Beispiel an Kenpachi Unohana, für die und ihre Untergebenen das Normalste ist, Leichenberge zu produzieren, weil sie Bock auf Kämpfen hat. Yamamoto hat damals solche Leute angeführt und dieser verrückte Kämpfer hat es nicht geschafft, im Bunker Yuwach zu besiegen, sondern nur schwer zu verwunden. Dies bedeutet, dass es ein übermütiger Kampf war.
Der Fakt, dass Yamamoto in der Gegenwart keine Chance hatte gegen Base Yuwach, bedeutet, dass Yuwach stärker als vor 1000 Jahren war. Denn wenn Yamamoto die Oberhand hatte in der Vergangenheit, sollte er mit 50% irgendwas gegen Base Yuwach hätte machen können. Wie Yuwach stärker geworden ist, werde ich gleich erklären. Yamamoto hat davor gegen Yuwachs Imitat gekämpft namens Freud. Dieser hat nur die Erinnerungen von Yuwach kopiert. Dies bedeutet, dass Yamamoto es nötig gefunden hat, gegen einen Sternritter, der nicht mal direkt vom Soul King abstammt oder generell hoch angesehen ist, ins Bankai zu gehen. Das ist auch too much gewesen. Warum musste Yamamoto hier ins Bankai gehen? Kleines Fazit. Prime Yamamoto ist höchstens Mid-Rank auf dem Level vom Base Yuwach. Ichibei hat gegen einen stärkeren Yuwach gekämpft und ihn besiegt, bevor er dann mit dem Almighty zurückgekommen ist. Wie ist denn Yuwach in dieser kurzen Zeit stärker geworden? Das wissen die meisten bestimmt schon, aber hier nochmal. Yuwach ist der Vater der Quincy. Alle Quincy haben seine Kraft von ihm. Wenn sie sterben, kehren sie zu Yuwach zurück. Das gilt auch für alle, die mit Quincy jemals in Berührung gekommen sind. In diesem Krieg also die Shinigami. Wenn die Seelen zu ihm zurückkommen, bekommt er auch ihre physische Stärke, Fähigkeiten und Erinnerung zurück. Für Yuwach ist der Kampf das Leben. Wenn er schläft, kann er wieder der Vater der Quincy sein und seine Kräfte sammeln. Und mit Kraft sammeln ist gemeint, dass die Kräfte von den gestorbenen Quincy und von allen, die mit den Quincy in Berührung gekommen sind, absorbiert werden. Genau so hat es Haschwald gesagt und genau das ist passiert. Das erklärt auch, warum Base Yuwach Yamamoto gewone-shottet hat. Es sind 1000 Jahre vergangen. In dieser Zeit sind eine Menge Quincy, Shinigami, Hollows und so weiter gestorben, die Yuwach dann absorbiert hat. Leute, das sind mehrere Generationen an Kraft. Yuwach hat bis zu Kapitel 565 geschlafen und hat so eine Menge Quincy und Shinigami absorbiert. Aber wie stark sind diese Quincy und Shinigami überhaupt? Ein Sternritter ist mindestens so stark wie ein Hauptmann, aber tendenziell stärker. Das haben wir noch im Kampf. Die Quincy hatten die Oberhand. Zum Beispiel hat Mask the Masculine mehrere Hauptmann-Level-Shinigami besiegt. Das wären Kensei und Rojuro. Da wir nun wissen, wie stark so ein Sternritter sein kann, wie stark sind diese Sternritter im Vergleich zu einarm-bloodlusted Yamamoto? Yamamoto hat 3 Sternritter mit seinem Ryujin Jakka gewone-shottet. Das wären Nanana, S-Note und Base B. Das sind nicht mal besonders starke Sternritter. Base B zum Beispiel wurde später nicht in die Schussstaffel einberufen. Yamamoto ist gerade auf den Kampfwert angekommen. Nachdem er Driscoll besiegte, kamen diese 3. Yamamoto hat sie zwar besiegt, aber nicht getötet. Ein bloodlusted Yamamoto, der gerade richtig sauer war, weil Driscoll das Bankai von seinem Freund Shoujuro nutzte, konnte nicht 3 normal starke Sternritter besiegen. Wie wir sahen, waren diese noch am Leben. S-Note hat gegen Rückkehr später gekämpft, Nanana hat sich mit Renji beschäftigt und Base B war später im Gruppenkampf dabei. Außerdem hat es Yamamoto gegen Reut nötig gefunden, ins Bankai zu gehen und konnte ihn obendrauf mit seiner Hakai-Technik Tenchi Kaiji nicht komplett besiegen. Also die Sternritter sind im Vergleich zu 50% Yamamoto schon ziemlich stark, wenn sie Yamamotos bloodlusted Angriffe aushalten können. Wie viele Sternritter hat der Yuwach bis jetzt eingesorgt? Wie gesagt, hat er bis Kapitel 565 geschlafen. Als erstes hätten wir Mask the Masculine. Dieser konnte mehrere Hauptmann und Vize-Captain Shinigami one-shotten. Darunter waren Kensei, Rojuro, Hisagi und Ikaku und weitere unbekannte Shinigami. Chengdu hat das Wunderkind Toshiro Hitsugaya eine schwere Zeit gegeben. Bigi9 hat Zeufon eine schwere Zeit gegeben. Kiroge Uppi, derjenige, der Ichigo eingesperrt hat. Berenichi Gabrielli, diejenige, die gegen Kenpachi verloren hat. Jirōmu Gusubato, derjenige, der gegen Kenpachi verloren hat. Driscoll Berchi, derjenige, der gegen Yamamoto verloren hat. Lloyd, derjenige, der gegen Kenpachi verlor. Und Reutleut, derjenige, der gegen Yamamoto verlor. Das sind alle Sternritter, von denen Yuwach definitiv einen Powerboost bekommen hat, bevor er zum Royal Palace ging. Es gibt einige, die ich nicht genannt habe, die gestorben sind, zum Beispiel S-Note, Robert, Nanana und viele mehr. Aber zu denen kommen wir später. Auch hat Yuwach von den Shinigami einen Powerboost bekommen. Von Akon haben wir erfahren, dass am Anfang des Kampfes schon 2245 Seelen, 56 Shinigami und ein Vize-Captain gestorben sind. Diese Werte, also die Tode, nahmen mit jeder Sekunde zu. Yuwach hat also von 8 Sternritter und Tausenden von Seelen die Kraft eingesorgt. Das ist ein krasser Powerboost. Wenn man bedenkt, dass Kiroge Uppi so stark war, dass er vollbringend Bankai Ichigo einsperren konnte, verleiht es dem nun mehr Bedeutung, wie krass dieser Powerboost ist. Vollbringend Bankai Ichigo war sogar derjenige, der mit Yuwach mithalten konnte. Derselbe Yuwach, der gerade Yamamoto gewone-shottet hat. Man kann also dafür argumentieren, dass vollbringend Bankai Ichigo stärker als Prime Yamamoto ist. Wie eben gesagt, ist Prime Yamamoto nur mit Rank so stark wie Base Yuwach, der stärker geworden ist als vor 1000 Jahren. Base Yuwach ist schon so stärker als Prime Yamamoto. Jetzt hat er bis Kapitel 5
365 8-Stern-Ritter und etliche Seelen aufgenommen. Und wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, dass Ichibei gegen eine noch stärkere Version von Yuwach gekämpft hat. Im Royal Palace angekommen, unterlagen die Sternritter gegen Uetsu Niemeyer. Yuwach benutzte dann seinen Auszuwählen und stahl von allen außerhalb der Schutzstaffel deren Kräfte. Es fand eine Umverteilung der Kräfte statt. Er gab sich selbst und den Sternritter einen Powerboost. Da wir aber nicht wissen, wie viel er den jetzt gegeben hat oder wie viel er sich gegeben hat, kann man nur raten. Es wurde nicht gestatet, dass Yuwach auch durch das Auszuwählen einen Powerboost bekommen hat, aber kann sehr stark davon ausgehen. Das kann man mit Yuwachs Charakter begründen. Er will immer stärker werden, damit er nie wieder so schwach ist wie als Baby. Dieser Yuwach, der zigmal stärker ist durch die definitiven 8 Sternritter, etliche Seelen und eine unbekannte Anzahl an Sternritter, hatte keine Chance gegen Ichibei. Ichibei hat diesen stärkeren Yuwach komplett auseinandergenommen. Da Yamamoto gegen Base Yuwach eine viel schwächere Version von dem Yuwach, der gegen Ichibei kämpfte, gnadenlos verloren hat, kann man durch Power Scaling sagen, dass Ichibei Prime Yamamoto einfach one-shotten würde. Jetzt kommen wir zu dem Statement, was Yamamoto zu Almighty Yuwach skillt. Der Almighty Yuwach, der gegen Ichibei gekämpft und gewonnen hat. Wir reden über den Kaisergesang-Statement. Der Kaisergesang beschreibt, wie Yuwach seine Kräfte zurückbekommt. Über 900 Jahren kriegt er seinen Herzschlag wieder. Über 90 Jahre sein Intellekt, über 9 Jahre seine Kraft und über 9 Tage übernimmt er die Welt. Im Kampf gegen Ichibei hatte Yuwach seine Augen geschlossen. Als er sie öffnete, also das Almighty, bedeutete das gleichzeitig, dass er seine originale Kraft wieder zurückbekommen hat. Es ist also naheliegend, dass hier behauptet wird, dass Yamamoto vor 1000 Jahren genau gegen diesen Yuwach die Oberhand hatte, derselbe Yuwach, der Ichibei gewonshottet hat. Das macht auf mehreren Ebenen keinen Sinn. Wenn Yuwach und Yamamoto beide geschwächt waren, warum hatte Yamamoto überhaupt keine Chance? Yuwach hatte überhaupt keine Chance gegen Ichibei, aber als er seine volle Stärke zurückbekam, wurde er gewonshottet. Das ist also schon ein sehr starker Powerboost, ich würde sagen über 100%. Das heißt, dass Yuwach schon sehr krass geschwächt war gegen 50% Yamamoto. Und trotzdem hatte Yamamoto keine Chance? Das Statement macht also gar keinen Sinn. Ich habe euch schon eben gesagt, dass es Probleme bringen wird, dass Yuwach dort Yamamoto gewonshottet hat. Es untergräbt einfach das Kaisergesang-Statement. Wenn Yuwach schwächer als wie vor 1000 Jahren war und Yamamoto stärker geworden ist über die 1000 Jahre, aber trotzdem halt durch seinen Arm geschwächt ist, ist Yamamoto insgesamt stärker als schwächer, denn seine Kraft ist ja nicht gleich geblieben. Das Ganze bedeutet, dass Yuwach bereits schon viel stärker war als wie vor 1000 Jahren und das ohne Almighty. Mit dem Almighty ist er nochmal um einige stärker. Das ist ein klassischer Fall von Feats vs. Statements. Wenn Feats und Statements im Widerspruch stehen, überwiegen immer Feats. Wenn jemand zu dir sagt, dass er 10 Euro auf dem Konto hat und du auf seinen Kontostand guckst und da 5 Euro steht, da steht das Statement und der Feat, also der Kontostand, im Widerspruch. Was glaubt ihr mehr, dem Statement oder dem Feat? Offensichtlich dem Feat. Wenn Yuwach laut dem Kaisergesang-Statement schwächer als vor 1000 Jahren war, hätte Yamamoto eine Chance haben müssen. Außer man argumentiert, dass Yamamoto irgendwie nur 10% seiner Kraft hatte oder so. Also maßgeblich schwächer war als nun diese 50%. Da Yuwach aber locker gewinnen konnte, heißt das, dass Yuwach schon vs. Yamamoto stärker als hier vor 1000 Jahren war. Das Kaisergesang-Statement ist somit debunked, da es im direkten Widerspruch zu Yuwachs Feed steht, dass er Yamamoto gewonshottet hat, der in der Vergangenheit die Oberhand hatte. Wenn wir dem Kaisergesang-Statement Glauben schenken, würde es heißen, dass Yuwach sehr stark geschwächt war, weil er von Ichibei locker besiegt wurde, aber ihn danach gewonshottet hat. Da Yamamoto aber keine Chance gegen den angeblich sehr geschwächten Yuwach hatte, ist die logische Schlussfolgerung, dass Yuwach schon vorher stärker wurde. Um alles nochmal zusammenzufassen. Base Yuwach ist stärker als Prime Yamamoto, da 50% Yamamoto nicht einen Hauch einer Chance hatte. Dieser Yuwach hat dann 8 Sternritter, etliche Seelen und eine unbekannte Anzahl an Sternritter in sich einverleibt. Dieser stärkere Yuwach hat dann gegen Ichibei verloren. Durch Power Scaling kann man also sagen, dass Ichibei weit über Prime Yamamotos geht. Yamamoto wurde sehr unfair behandelt im Bleach, dazu habe ich ein ganzes Video gemacht. Für mich gewinnt Ichibei locker in diesem Kampf. Wenn man aber den Kaisergesang-Statement Glauben schenkt, würde es heißen, dass Yamamoto stärker als Yuwach mit Almighty ist. Das würde bedeuten, dass Prime Yamamoto über Ichibei skillt. Genau dieses Szenario wurde in Sharks Video besprochen. Sie sind zum Ergebnis gekommen, dass Ichibei trotzdem gewinnt, da er die besseren Hacks hat. Dieser Meinung bin ich auch. Wenn wir ehrlich sind, hat Yuwach nur gewonnen wegen dem Almighty. Sowas hat Yamamoto nicht. Sobald Ichibei ihn mit seinem Zanpakutō berührt, halbiert er seine Kraft und Yamamoto kann nichts mehr tun. Alles, was Ichibei braucht, ist eine Berührung. Wenn er diese bekommt, ist es vorbei. Deshalb ist es sehr schwer für Yamamoto zu argumentieren, auch wenn der in diesem Szenario stärker ist. Ob jetzt Ichibei stärker ist, equal stat oder sogar Yamamoto stärker ist, Ichibei gewinnt.
Jo, das war's mit dem Video. Es werden mehr Bleach-Videos kommen, wenn der Anime wieder rauskommt. Warum ich in letzter Zeit keine Bleach-Videos rausbringe, erkläre ich auf meinem zweiten Kanal. Link ist in der Beschreibung. Danke nochmal an Victor, der supportet mich mit $20 im Monat auf Patreon. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da, das supportet den Channel sehr. Folgt mir auf Patreon oder werdet YouTube-Mitglied, da gibt es extra Content für euch. Folgt mir auf Twitch, da werde ich viel aktiver sein in nächster Zeit. Ihr könnt mir auch auf PayPal spenden, das supportet den Channel sehr. Tritt mein Discord bei, folgt mir auf Instagram, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao, ne?